So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und wie ihr bestimmt schon meine Stimme hören kann, jetzt hat es dann mich so ganz bisschen erwischt, aber bis jetzt nur Schnupfen. Aber ist natürlich auch ein wenig nervig. So, ihr seht oben links ist jetzt der Top Donator geändert worden. Wir machen jetzt monatlichen Top Donator, weil ich denke mal, bis die 400 Euro vom Jan Weder irgendwann mal erreicht werden sollten. Ich sage einfach mal, es ist nicht erreichbar. Ganz einfach, so bekommt halt derjenige den Support, der in dem Monat mich am meisten supportet hat, weil ihr wisst ja, in jedem Video steht hier oben dann drin. Sorry für die Stimme. So, dann erstmal Dank an alle, die gestern Abend dabei waren. Es macht eigentlich schon relativ Spaß, auch mal wieder Solo zu spielen, dann ein bisschen Rette die Welt, so querbeet. Also man merkt schon, wer so der harte Kern inzwischen hier ist. Und nicht nur in Anführungszeichen, hey, ich will mit dir spielen, ich will mit dir spielen. Oh gut, ich kann nicht mit dir spielen, dann bin ich wieder weg. Auf jeden Fall danke an die, die jetzt wirklich immer da sind. Schleuderaffe, Zambal, Mark, Oksana, Skillbreaker, jetzt, ja, ich will jetzt eigentlich gar keinen vergessen, aber halt im Prinzip alle, die wirklich auf den Top 20 sind, sind eigentlich an der Stelle gegrüßt. So, wie sieht es hier aus mit den Herausforderungen? Wir gehen direkt in den Shop, keine Panik. Hier bin ich direkt, würde ich sagen, könnte man heute schaffen, wenn man es drauf anlegt. Aber mal gucken, was wir da machen. Dann hier, was der Skin betrifft, wenn ihr euch das Paket gekauft habt wegen den V-Bucks. Also, die Tagesaufgaben zählen definitiv dazu. Bedeutet rein theoretisch, selbst wenn ihr gar keine Mission mehr abschließen würdet, aber neue Battle Pass kommt, werdet ihr eh welche machen, weiß ich jetzt schon, dann bekommt ihr die rein theoretisch nach 14 Tagen, habt ihr auch dann eure 2000 V-Bucks. Also da macht euch mal keinen Kopf, weil wie gesagt, die Tagesaufgaben zählen da auch mit rein. Auch so könnt ihr dann eure V-Bucks sammeln. So, was haben wir noch? Gerade wegen dem Event. Ja, genau, der Skin ist jetzt drin. Wir gehen aber direkt drauf ein. Suchen und Zerstören, da haben sie anscheinend ein Turnier ausprobiert gestern. Aber das war halt wirklich nur ein Probeturnier. Also ich persönlich habe da nicht mitgemacht, weil ich halt einfach bei dem Community-Event mitgemacht habe. Aber auch da muss ich sagen, ich glaube, da haben wir als Deutsche in Anführungszeichen nur mit Standard-Skill eine Chance, überhaupt V-Bucks zu bekommen. Weil anscheinend kommen jetzt die Spanier von unten hoch, wie bescheuert. Weil das ist schon seltsam. Über Nacht sind die, keine Ahnung. Ja, in Spanien ist, Schatz, in Spanien ist nur eine Stunde Zeitverzögerung, oder? Mehr? Ich meine, die haben nur eine Stunde. Mehr? Gar keine. Sicher? Ganz vorsichtig, ich glaube gar nicht. Aber irgendwie sind die über Nacht komplett am Stand zumindest mal vorbeigezogen. Und da wird es halt auch verdammt schwierig, da noch in die Top 3 zu kommen. Die Herausforderungen an sich sind klar. Ich würde aber sagen, wir quatschen jetzt nicht mehr so viel, sondern gehen einfach mal rein in den Shop. Und was sehen wir? Genau, der Liebesdorn. Bei dem Skin weiß ich absolut nicht, was ich von dem halten soll. Irgendwie nice, irgendwie Schrott. Und wenn, ihr wisst es ja, meine dunkle Ader, ich würde ihn wieder nur dunkel spielen. In hell ist einfach irgendwie, das ist zu mädchenhaft. Es wäre so eher so, ja, Grüße an meine Frau, WoW-mäßig. Aber in dunkel geht er definitiv klar. Dazu natürlich dann auch noch das passende Rückenaccessoire. Aber ich ganz ehrlich, da würde ich es wieder ohne Rückenaccessoire spielen. So, was haben wir noch im Shop drin? Genau, die Honighacke, man kennt sie. Ah, mein Ton ist noch zu leise. Kleiner Moment, Einstellungen, zack, 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 ganz professionell. Zack, zack. Gehen wir gerade nochmal drauf. Hier der schöne Waldskin, man kennt ihn, der Buschranger. Buschranger, weil wir so viel Birken im Spiel haben. So hört sich das Ganze an. Dann hier mit dem passenden Rückenaccessoire, auch mit dem Bienenschwarm, beziehungsweise, ja, wie nennt man es? Nicht Bienenschwarm. Manch kommt jetzt drauf. Bienenhaus. Bienenwabe. Manch kommt drauf. Bienenstock. Ein Bienenstock ist da auf dem Rücken und nicht der zum Essen. So, dann gehen wir direkt mal weiter. Die liebe Hayes ist nämlich auch wieder drin mit ihren zwei verschiedenen Stilen. Da muss ich auch sagen, ja, wenn der Skin,
Also die Variante gefällt mir gar nicht. Was ich aber wirklich feiere, sind die Flügel. Aber dafür brauchst du halt wirklich schon einen rötlichen Skin. Also wenn du da nicht irgendwas mit Rot oder Schwarz hast, dann sind die Flügel hier echt nicht angebracht. Aber ich sehe hier bei einigen, ihr kauft immer noch fleißig alle möglichen Skins. Dann haben wir natürlich noch Sternenwucht drin. Man hört es auch klar und deutlich. Da ist Wucht dahinter. Kappa. So, dann nach ganz langer Zeit ist mal wieder Riot wieder drin. Also ich habe eben nur bei anderen habe ich es mitbekommen, über 300 Tage, also letztes Jahr irgendwann. Ist halt ein bisschen alt, würde ich sagen. Aber ist trotzdem kein Skin, den ich spielen würde, ganz ehrlich. Dann haben wir Nachtlicht wieder mit drin. Ja, der war ja gefühlt damals jeden Tag drin. Also die zwei Skins davon, die männliche Variante und hier die weibliche, waren ja wirklich immer drin. Aber für 800 V-Bucks kann man eigentlich nie irgendwas verkehrt machen, wisst ihr. Dann haben wir, komm schon. Bei komm schon habe ich eigentlich gedacht, das hätte ich. Ah nee, das ist das andere. Kommt. Gibt es zwei? Komm schon? Es gibt doch noch eins mit so nach dem Motto, komm schon. Aber das hier ist halt so, ey du, komm jetzt. Und das andere ist so, anders halt. Und dann haben wir noch die Pömpelhacke. Die habe ich noch nie verstanden. Und jetzt kommen die Tänze, Elektroswing. So, dann gute Laune Gang. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, was Stream und alles verbindet, wenn ich an Stream denke und an Musik denke, denke ich wirklich an den Tanz, weil den irgendwie jeder hat. Zumindest am Anfang der Lobby, jeder ist damit rumgerannt. Jeder. Ist halt wirklich so, YouTube streamen, dann kommt der Tanz und die Musik. Dann klar, Harlequin-Paket, hier hat sich nichts geändert. Hinten ist noch die Wutstreiterin, die ich derzeit persönlich wirklich als beste finde von den 800 V-Bucks Skins, die heute im Shop drin sind. Also, wenn ihr einen Skin haben wollt für 800 V-Bucks, würde ich euch wirklich den empfehlen. Ich glaube, auf Dauer ist der einfach der schönste, beste. Dann erstmal nochmal danke für das Rückenaccessoire. Man kennt es. Wen haben wir noch drin? Der Liebesranger ganz hinten versteckt. Da, wo Epic eigentlich am meisten Geld mitmachen würde, den haben sie ganz hinten hingepackt. Aber der Shop ist wieder riesengroß. Weil wir haben einfach natürlich einmal das vorgestellte Paket, dann die täglichen zurzeit, die so riesig sind, und dann das Riesenliebe- und Kriegpaket. Also shopmäßig haben wir doch einiges schon drin. Und denkt dran, wenn ihr euch was kaufen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen. YT-Family, guckt einfach, ob er drin ist, weil es werden wirklich immer weniger. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem normalen Shop-Video. Wir gehen schnell rüber in Rette die Welt. Da ist natürlich wieder Schleuderaffe und Co. gegrüßt. Mal gucken, was heute so drin ist. Vielleicht kommt wieder so ein tolles Upgrade-Lama. Ich sag ja, was Rette die Welt betrifft, irgendwie habe ich die Motivation, Rette die Welt zu spielen, aber irgendwie auch nicht. Weil das Problem ist, mir fehlt es halt jetzt einfach nur an den Handbüchern. Und meines, also vom Gefühl her würde ich sagen, die Handbücher bekommst du nur nach und nach. Weil wirklich farmen kannst du sie ja auch nicht. Außer du gehst halt in Missionen, wo du Dings bekommst, wo du Verteidiger bekommst, Skins bekommst. Aber so grundsätzlich farmen kann man die eigentlich nicht. Also das ist echt ein bisschen schlecht. So, dann haben wir einmal. Oh, da wird heute wieder einer zuschlagen. Wieder ein Upgrade-Lama. Und auch da ist es auch drin. Also im Trollschatz-Lama ist der Überlebende auch drin. Und dann hast du natürlich noch mehr Überlebende, aber kostet natürlich auch das Zehnfache. Von daher ein bisschen aufpassen. Dann hier ein Mond-Lama. Ja, die Mini-Lamas. Warum ich die noch drin habe, ich hatte die auch gestern schon. Den muss ich mir dann heute noch irgendwie erspielen. Mal gucken. Und wie gesagt, mit Livestream, ich kann noch nichts Genaues sagen, weil das Problem ist einfach Erkältung. Was heißt Erkältung? Es ist in Anführungszeichen nur ein Schnupfen, aber ich habe auch keine Lust, irgendwie die ganze Zeit die Nase hochzuziehen. Das ist natürlich dann auch nicht gerade so appetitlich, würde ich sagen.
aber wir gucken einfach mal. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Shop-Video. Euch noch einen schönen Tag. Wir gucken einfach mal und haut rein.